Mohnstreuselkuchen, das ist mein Favorite. Und wie das Rezept funktioniert, verrate ich euch jetzt. Oh, ist das lecker. Für meinen Lieblingskuchen brauchen wir eine 26er Springform und einen Mürbeteig. Und den machen wir jetzt. Für unseren klassischen Mürbeteig brauchen wir 150 Gramm Mehl, 75 Gramm Zucker, 75 Gramm Butter, ein Hühnerei, ein Teelöffel Backpulver und ein kleines Päckchen Vanillezucker. Unsere Zutaten geben wir alle in eine angemessene Schüssel. Die Butter ist ein bisschen weich, Zucker gleich dazu und auch gleich unser Backpulver und den Vanillezucker. Alles zusammen, auch gleich das Ei obendrauf und das Ganze wird jetzt erst einmal verknüpft. So, und wenn der Teig hier so aussieht, wenn alle Zutaten vermischt sind, stellen wir diesen Teig erst einmal eine halbe Stunde kalt und machen in der Zwischenzeit unsere Füllung und die Streusel. Der zweite Schritt, das sind die Streusel. Dazu habe ich hier 100 Gramm Zucker und da gebe ich 150 Gramm Mehl dazu und Butter, die habe ich schon so ein bisschen in kleine Stückchen geschnitten und die sollte möglichst kalt sein, weil jetzt werden halt Streusel hergestellt. So, schaut mal, nach 2-3 Minuten Handarbeit haben wir doch hier die perfekten Streusel. Und wenn das so schön streuselig ist, stellen wir die auch kalt und machen jetzt die Füllung. Für unsere Füllung unseres Mohnkuchens habe ich hier schon mal fast einen halben Liter Milch erwärmt. Da habe ich jetzt auch schon 60 Gramm Zucker hineingegeben. Das lassen wir jetzt warm werden. Und hier habe ich halt 2 Päckchen Vanillepuddingpulver. Und da gebe ich meine restliche Milch von dem halben Liter oben drauf. Rühre das Ganze glatt. Also wir kochen praktisch einen ganz normalen Vanillepudding von dem Herrn Doktor, wie meine Großmutter das auch immer gemacht hat. So, bevor die Milch überkocht, schaut mal, wie schön sie da hochkommt, geben wir unser Vanillepudding dazu, unser Pulver. Wichtig ist jetzt, das muss wenigstens einmal aufkochen, das ist ja klar, damit unser Vanillepudding auch wirklich gar wird. Schön rühren, nicht anbrennen lassen. Und so eine Minute Hitze braucht er schon. Und in diese Masse geben wir jetzt hier schon mal unseren Mohnback hinein. Dem kann nichts passieren. Dadurch kühlt das Ganze ein bisschen runter. Und wenn sich das alles schön vermischt hat, dann gebe ich zum Schluss erst meinen Quark dazu. So, Carmen, was sagst du? Das sieht doch jetzt schon schön nach Füllung aus, oder? Sieht total lecker aus und das riecht hier auch nach Mohn. Ach was, das ist ja erstaunlich. Riecht das jetzt auch nach Quark, wenn ich den Quark da hineingebe? Was meinst du? Nein, du Quark. So, und auch der Quark wird da jetzt untergearbeitet, dass das eine glatte, homogene Masse wird. Mein Teig, meine Streusel, meine Füllung, meine Springform. Und da kommt jetzt ein bisschen Trennfett hinein, einmal ausdüsen. Und in diese Springform geben wir jetzt erstmal den Teig hinein. So, unseren Mürbeteig, da nehme ich mir wieder ungefähr ein Viertel von weg. Den bewahre ich mir gleich auf für den Rand. Und den restlichen Teig, den kann man natürlich jetzt wunderbar auf der Arbeitsfläche ausrollen. Ich mache das immer gerne auf die ganz schnelle Art und Weise. Ich mache mir so eine Scheibe, die kommt rein in meine Springform und jetzt drücke ich das nur noch auseinander. So, das Teig. Das hast du aber schön gemacht. Sehr gut. Und hier aus unserem restlichen Teig, da mache ich jetzt so Würstchen. Und die kann ich dann jetzt hier wunderbar als Rand in meine Kuchenform hineinlegen. Cool, ne Carmen? Schlau fuchst du. Geht gut, ne? Hat Omi das auch so gemacht? Das hat alles meine Oma so gemacht. Und jetzt drücken wir das Ganze ein bisschen an, dass wir hier so einen etwas höheren Teig bekommen als Rand. Fertig. Und da geben wir jetzt die Füllung hinein. Okay. So. Das ist Gott sei Dank jetzt nicht so schwierig. Das sieht aber... Sieht schon bombastisch aus, finde ich. Ja, du liebst ja Mohn. Ne? Ich liebe Mohn. Ich könnte jetzt sagen, in allen Variationen, aber das könnte schnell missverstanden werden. Ich meine natürlich in jeder Kuchenform. Und diese Masse gleichmäßig verteilen. Und jetzt meine Streusel. Eine dicke, fette Schicht Streusel obendrauf. Fertig.
sieht super aus, echt. Unser Marmorkuchen, der geht jetzt bei 160 Grad für 45 Minuten in den Backofen. Der hat jetzt zwei Stunden stand er jetzt kühl. Das heißt, er hat noch so eine ganz kleine Restwärme. Und jetzt wollen wir ihn mal aus der Form nehmen. So, jetzt kommt der große Moment. Also das hat ja schon mal funktioniert. Und wie sieht der Rand aus, Carmen? Der sieht gut aus. Ich bin richtig gespannt. Ich auch, du. Das kannst du mir glauben. Jetzt wollen wir den einmal anschneiden. Auf jeden Fall ist er super fluffig. Bin ich gespannt. Hast du einen Teller? Glaub mir kein Mensch, wie gespannt ich bin. Ja, ich habe einen Teller. Kriegen wir den da jetzt raus? Ist noch ein bisschen warm. Oh. Wie sieht er aus? Oh. Und schau dir den gleichmäßigen Boden an. Mhm, sieht doch richtig gut aus. Die Streusel knuspern richtig. Kaffee und Kuchen und dazu ein gutes Buch. Und da habe ich doch eine Idee für euch. Unser erstes Kochbuch aus Omas Küche erscheint am 15. Juni. Und wer mag, kann es heute schon vorbestellen in jedem guten Buchhandel. Über ein Däumchen hoch würden wir uns sehr freuen. Bleibt uns gesund und vergesst das Abonnieren nicht. Ja, tschüss, ihr Lieben. Tschüss. Unsere Tu... Hurra! 100 Gramm... Alter Schwede. Mohnkuchen zu meinen Lieblingskuchen gehört, weil diesen Topf auszuschlecken, das ist das Leckerste überhaupt. Total beschlagen. Mein Teig, meine Streusel, meine Füllung. Nochmal. So, mein Teig, meine Streusel, meine Füllung. Rucki zucki, ne? So, ich bin echt in Form. Sieht doch gut. Ich bin echt in Form. 26er Form. Ich muss dann dabei immer an drei Wettertaff denken und die Frisur sitzt. Wobei, ich muss da, glaube ich, den Ball flach halten. Aus Großmutters Küche. Aus Omas Küche. So, alles drin. Alles drin. Dann mal aus.